Ich war nun gut. Ja, der Prälat höchstpersönlich, also. Nicht die drei Ratsmitglieder hier. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ah, Talis, ich grüße euch im Namen des höchst ehrenwerten Orden des strahlenden Herzens. Seid ihr in unserem Heim willkommen. Kann der Orden etwas für euch tun? Ich muss gegen eine mächtige Gruppe von Vampiren in dieser Stadt kämpfen und ich bitte den Orden um Hilfe. Ich habe von diesen Vampiren gehört. Ihr Name ist Bodhi. Aber ihr habt sie und ihre Gilde nicht bereits auf Geheiß der Schattendiebe zerstört? Ich habe ihre Gilde zerstört, weil ich die Unterstützung der Schattendiebe benötigt habe. Aber es ist mir nicht gelungen, sie zu vernichten. Sie ist nach Al-Qadla zurückgekehrt und hat zu ihrer alten Stärke zurückgefunden. Dann müssen sie und ihren Bruder zweifellos aufgehalten werden. Nun gut, Alisa, der Orden wird an eurer Seite gegen diese bösen Wesen ins Feld ziehen. Sobald ihr zum Friedhof geht, um euch um diese Kreaturen zu stellen, werde ich eine Gruppe Kämpfer ausschicken, die von Sir William Rarick angeführt wird. Sie werden an eurer Seite kämpfen. Ihr werdet euch in den Katakomben mit ihnen treffen. In Toms Namen bete ich, dass dies ausreichen wird, um diese bösen Wesen einfach einmal zu besiegen. Geht mit meinem Segen, Talisa. Ich muss noch Vorbereitungen treffen. Ja, damit haben wir den zweiten Verbündeten. Verbündete im Kampf gegen Bodhi. Prälat Velesan vom Orden des strahlenden Herzens hat zugestimmt, mir gegen Bodhi zu helfen. Eine von Sir William Rarick angeführte Gruppe wird mich unter dem Friedhofsviertel erwarten, sobald ich bereit bin, gegen die Vampirin zu kämpfen. Ja, was möchtet ihr? Ja. Damit haben wir schon mal den zweiten von drei Verbündeten. Den dritten Verbündeten könnt ihr euch denken, weil es gibt ja eine sehr mächtige Gruppe noch in Al-Qadla, die kein großes Interesse dran hat, wenn die Schattendiebe weiter rumgehen. Ja, das mit dem Gnomen, das könnten wir auch irgendwann mal vielleicht lösen. Es ist jetzt die 11. Stunde. Na, mal gucken. Deswegen wir erstmal den Licht hier unten und dann können wir ja bis abends rasten. Dann dürften wir endlich die letzte Szene von der Gnomengeschichte triggern. Die wir immer noch nicht getriggert haben, weil wir müssen, glaube ich, an drei Abenden hier am Tempelbezirk vorbeikommen. Eine große Herausforderung. Ja, geheimer Eingang, geheimer Eingang. Da ging es in den Magierturm und da ging es in den Illifiden-Dungeon. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. So. Was? Einer hat überlebt? Gar nicht. Und ja, ich hatte keinen Bock, deswegen habe ich sie einfach mal weg. Klamour. Weggebasht. Stab des Feuers. Stab der Blitze, der kann weg. Und das ist ein Todeswolkenstab. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich denke mal, da die letzten beiden nicht so schwierig waren, dürfte der letzte auch nicht so schwierig sein. Ja, Eingang zum Kultgebäude, zu den unteren Ebenen. Das haben wir alles bereits abgeschlossen, zum Glück. Es fehlt nur noch der Lich. Hier wohnt ja zum Glück niemand mehr. Wenn ihr es wollt. Resistenz senken. Oh, das ist nicht mal schlecht. Ich kann es nicht aufsammeln. Ah. Zeit aufzu. Okay, okay. Immerhin holt ihr Resistenz senken. Wenn Immerhin das nämlich auch noch kann, ist das ganz gut eigentlich. So, Resistenz senken müsste Stufe 5 sein, ja. Kann ich das raus und Resistenz senken reinpacken? Ich war natürlich.
Ja, kein Problem. Ich werde es tun. Okay, ihr könnt euch auf mich verlassen. So, jetzt wieder buffen. Ja. Braucht ihr etwas? Wurde aber auch Zeit. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Los, spuck es aus. Ja? Sprecht frei heraus. Rindenhaut, Steinhaut und sowieso. So, dann Schutz vor dem Bösen. Ach nee, halt, erst Stärkung. Wobei, erst mach das mal. Dann stärkst du dich. Du stärkst Minsk. Du stärkst Vira. Du stärkst noch Keldon. Schutz vor dem Bösen. Hast. Verschwimmen. Das da. Furchtbann. Dann eine Verteidigungskoordination noch. Ist ihr da? Ich warte auf euren Befehl. So, du noch den da. Ist was also hier lang? Dann speichern und dann heben wir den Deckel ab. In Bayerwans Namen. Es soll geschehen. Ihr hättet niemals hierher kommen sollen. Lange Zeit habe ich gewacht, lange Zeit habe ich gelitten. Wer bist du, Menschling, dass du die sterbliche Hülle von Kangax aufsuchst? Als das Böse auseinandergerissen wurde, wurden drei Teile weggeschlossen. Ein Jahrtausend lang bewachte ich dieses Teil und spende jenen den Tod, die die Dunkelheit folgen. Euch geht es nicht anders, Menschling. Euer Tod wurde beschlossen, als Kangax fiel. Fragt nur. Hat das etwa wehgetan? Ups. Zeit aufzubrechen? Hm, wenn es das ist, was ihr wollt. Hm. Ja, ihr berührt die Knochen oder die Welle der Übelkeit. Lesen wir mal alles. Weil ich glaube, das ist doch ein bisschen anders. Ihr fühlt euch äußerst unwohl, als ihr euch dem Sarkophag nähert. Der Deckel wirkt sehr schwer, aber ihr könntet ihn wohl bewegen, wenn ihr es wirklich wünscht. Mühselig drückt ihr den Sarkophagdeckel zur Seite. Der Geruch des Todes steigt euch in die Nase. Im Sarg befinden sich zwei vollständige goldene Skelettarme und zwei goldene Skelettbeine. Ein Gefühl des personifizierten Bösen geht von ihnen aus. Magische Energie umtanzt euch und dann taucht ein Wesen auf. Ihr berührt die Knochen und eine Welle der Übelkeit und Furcht schwappen über euch hinweg. Ihr umwickelt eure Hände, dann ergreift ihr die Arme und Beine und verstaut sie vorsichtig in euren Rucksack. Ja. Das sind dann die hier. Die Arme und Beinknochen eines Skeletts aus massivem Gold. Der unverkennbare Gestank des Bösen hängt in der Luft. In der Nähe der Knochen schwer in der Luft. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Immun gehindert, kann sich nicht bewegen. Oh, die Sachen sind zu schwer. Ja, wie machen wir das? Dann machen wir das so. Ja, keine große Herausforderung. Gehen hier zum Ausgang. Wo kommt der Schlammmephit her? Ah, Schlammmephit ist tot.
Ja, Verfolgung von Helikus, Einsatz in das Heim, das können wir nicht mehr abschließen. Ja, die Sachen haben wir jetzt alle. So, wir haben auch gerastet. Jetzt müsste es Nacht sein. Ja, ist es Nacht? Ja, 20. Stunde. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir in Ruhe gehen können, ohne dass uns wieder einer auf die Nerven geht. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet... Hä? Okay. Was möchtet ihr? Wer hat unidentifiziertes Zeug? Das habe ich, glaube ich, im Moment jetzt gerade gegeben gehabt. Ja, Bolzen und ein Stab der Todeswolke. Goblins. Erzählt mir meinen Freunden keine Frau. So, jetzt müsste Nacht sein. 4 Uhr nachts müsste jetzt sein. Keine große ja. Herausforderung. Nun gut. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ich möchte euch beiden zu eurer Vermählung gratulieren. Ich habe nie erst vorher ein komischeres Paar gesehen, aber eure Liebe ist sowohl offensichtlich als auch bezaubernd. Hab Dank, edler Ritter. Ich bin Fürstin Yalana sehr zugetan. Und hoher freut, dass sie sich, dass sie auch die Liebe eines einfachen Gnomen annahm, so wie ich einer bin. Es waren eure Worte, kleiner Gnome, die mein Herz gestohlen haben. Sie in Gareks Mund zu legen, hat mir jedoch nichts gebracht. Ich liebe euch dennoch dafür. Und wo ist dieser Garrick jetzt? Nun, er spielte auf der Hochzeit, bis eine der Brautjungfern seine Fantasie anregte. Ein eigenwilliges Kalimschite Mädchen. Er ist auf dem Weg zurück nach Kalimport mit ihr. Wenn sie Kontrolle über sein Leben übernehmen, kann ihm das nur gut tun. Ach ja, nochmals meine Gratulation und die Folie beide erstmal. Ich sehe euch, wenn ihr zurückkehrt. Danke, Sir Sedwell. Ich werde euch in Bälde wiedersehen. Ja, diese. Jetzt sind da Gnome und die Frau da verlobt. Verheiratet sogar. Schon. Und fahren jetzt in die Flitterwochen. Das wollte ich euch einfach zur Vollständigkeit halber auch mal schnell noch zeigen. Auch wenn es keine Quest ist und uns eigentlich nichts bringt, aber es ist ein nettes kleines Easter Egg. Event. Wie man es nennen möchte. Was immer ihr wünscht. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! So, hier rein. Wenn ihr es wollt. Schön, einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu treffen. Ah, Talisa, ihr seid hier. Das ist äußerst günstig, denn ich wurde kürzlich losgeschickt, euch aufzuspüren und eine Nachricht zu überbringen. Nun, das macht die Sache wesentlich einfacher, nicht wahr? Er hat unsere Gilde große Dienste in der Vergangenheit erwiesen und der Schattenmeister Aaron Linrail weitet die fortwährende Gastfreundschaft der Gilde aus und möchte so schnell wie möglich mit euch sprechen. Ich kenne ja den Grund für die erbittene Audienz nicht, werte Dame, er wartet seinen Gemächern unten. Nun gut, ich werde gehen und ihn gleich aufsuchen. Ausgezeichnet, der Schattenmeister wird erfreut sein. Ich werde zu ihm gehen und berichten, dass ihr ihn in Kürze besuchen werdet. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor... Wenn ich mit meinen 7 Meilenstiefeln nicht schneller bin. Ja, natürlich. Als du.
Er hat auf jeden Fall eine riesige Badewanne. Und ein riesiges Bett.